Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer VH86 mit der Kalenderwoche Nummer 30 von meinem Filmtagebuch 2020. Und ja, letzte Woche hatte ich 6 Tage Frühdienst. Ja, so geht es mir jedes Mal nach 6 Frühdiensten. Und deswegen hatten wir auch nicht so viele Möglichkeiten, lange Filme anzugucken. Trotzdem, ich habe es doch mal getan. Als Leidwesen natürlich auch für mich selbst, denn um 5 Uhr war Nacht im Rum, weil ich immer mit meinem Vater auf die Arbeit gefahren bin. Aber trotz alledem haben wir ein paar Filme geguckt, zwar nicht sehr viele wie sonst, aber auch das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und am 20. Juli fing meine liebe Frau an: Schatz, du hast doch von einem Film von Michael Douglas gesprochen. Den möchte ich jetzt gerne mal angucken. Habe ich erst vor kurzem angeguckt. Macht nichts, du schaust den Film eh gerne mal an. Na gut, okay. Also nochmal Falling Down angeguckt mit Michael Douglas. Davon gibt es ja auch ein Vorhieß Schaut an Video. Hier mal reingucken. Ja, aber dann kam die Emma schon um 10:30 rüber zu uns und hat gesagt: Papa, ich kann nicht schlafen, hab schlecht geträumt, gehst du mit mir ins Bettchen? So, Schatz, wenn du willst, kannst du gerne weitergucken. Ich gehe jetzt ins Bett. War mir auch ganz recht, denn so konnte ich mich eher ins Bett gehen. Und von daher hat es auch wunderbar gepasst. Jo, am 21.07. habe ich gar keinen Film geguckt, denn da habe ich nämlich Videos gedreht für euch. Maniac kam da, glaube ich, raus an dem Tag, glaube ich. Und Spartacus? Kann ich sagen, die 2. Auf jeden Fall habe ich einige Videos gedreht. Und dann am 22. hat man einfach gesagt: Komm, schauen wir gerade den Film noch gerade zu Ende, also Falling Down. Also haben wir dann noch den Film noch gerade zu Ende geguckt, die letzten 3 Viertelstunde. Und ich kann nur das sagen: Der Film macht einfach Spaß. Und muss ehrlich gesagt zugeben, nach den 20 sogar noch ein bisschen mehr Spaß gemacht, denn ich wusste ja schon, was drauf ankommt. Und wurde ja schon vorher nicht mehr gespoilt wie beim letzten Mal. Also der Film macht auf jeden Fall immer noch viel Spaß. Und jo. Am 23. nach meinem Frühdienst und nachdem meine Frau vom Spiel ins Heim gekommen ist, haben wir einen neuen Film angeguckt, zumindest einen neuen, älteren Film, den ich auch schon lange mal in meiner Sammlung wieder haben wollte, nämlich den Film Death Sentence, Todesurteil mit Kevin Bacon und dem Regisseur von Saw, nämlich dem guten, na, wie heißt du wieder? James Wan, genau, der ja auch eben The Silence gemacht hat und natürlich auch Saw. Und dieser Film ist schon wirklich ein richtig harter Streifen. Hier geht es darum, dass nämlich der gute Kevin Bacon seinen größeren Sohn verliert und er auf Rachefeldzug geht mit zu den Mördern von dem Sohn. Und hier ist auch richtig schön schonungslos. Und dann zum Schluss ist es nicht ganz so, ja, wie soll ich sagen, Happy End mäßig, wie man es eigentlich gedacht hat. Aber der Film ist auf jeden Fall hammerhart und macht mir immer wieder Spaß, diesen Film zu gucken. Auch meine Frau fand wirklich sehr gut und der Film bekommt von mir 8 von 10 Punkten. Und dann bekam ich hier von lieben Ike Media das Filmchen Maniac, Alexandre Ayers Maniac, das Remake zum Original Maniac. Und ja, dieser Film habe ich wirklich schon lange nicht mehr gesehen und fand ihn auch damals richtig gut. Jetzt, nachdem ich Maniac in Original wieder gesehen habe, ja, er ist jetzt nicht schlecht, aber er ist auf jeden Fall heftiger zu anzugucken, das muss man wirklich sagen. Hat einige explizitere Gewaltszenen drin, aber natürlich von dem Charme her ist der Original natürlich um Welten besser. Hier kommt nicht so ganz so raus, diese ganze psychische, kranke Art von dem Guten. Trotzdem ein sehr gutes Remake und vor allem diese Ego-Perspektive. Man sieht nämlich Eli Wood so gut wie fast gar nicht, außer vielleicht mal ein paar Sekunden. Ansonsten spielt dieser Film eigentlich nur in der Ego-Perspektive, was natürlich auch ein sehr cooler Aspekt ist. Aus der Sicht des Mörders natürlich, man fühlt sich natürlich jetzt richtig in diesem, ja, Geist des Mörders mit drin und man kann eigentlich gar nicht mehr weggucken. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, trotz alledem, aber natürlich das Original ist das Original. Ich kann nur mal sagen, euch schaut euch mal das Mediabook an, das Booklet vor allem an, durchlesen, sehr interessant. Hier geht es eben auch um die Unterschiede auch zu den verschiedenen Perspektiven von dem Original und natürlich zu diesem Teil. Auch ein paar gute Informationen, wie zum Beispiel das Lied, was auch bei Silent, bei Schweigen immer mit dabei war. Auch das habe ich sofort erkannt, das kenne ich ja irgendwoher. Auf jeden Fall, der Film macht auf jeden Fall trotzdem Spaß und bekommt von mir 7 von 10 Punkten. Nicht so gut wie das Original, aber allerdings alledem sehenswert. Dann hat meine liebe Emma mich gefragt: Papa,
Papa, am 24.07. könnten wir mal wieder einen Film angucken. Wie wäre es denn mal mit Bambi? Soll ich einmal Bambi? Bambi? Bambi gucken wir schon so oft an. Bambi kann ich nicht mehr sehen. Bambi. Und vor allem Bambi nervt mich so extrem. Bin Klopfer. Bambi. Aber soll ich einmal... Wie wär's denn mal mit einem Film, den du noch gar nicht gesehen hast und den ich auch über alles liebe? Okay, Papa, schlag mal einen Film vor. Und da habe ich ihr natürlich einen meiner Lieblingsanimationsfilme vorgeschlagen, nämlich Ice Age. Und wie soll ich sagen, mein Kind lacht nicht so sehr wie der Papa bei diesem Film. Ich liebe Squid, ich liebe dieses Eichhörnchen. Ich könnte mich schon am Anfang an immer bepissen vor Lachen. Ich liege da auf der Couch, obwohl ich das Film schon so oft gesehen habe. Ich lache mich da wirklich zu Tode. Ja, und die Emma. Hey. Papa, warum lachst du so sehr? Das sind so die Antworten meines Kindes gewesen bei diesem Film. Aber auch sie fand den Film sehr gut. Auch vor allem dann der Kurzfilm. Hier, Go Nucky. Oder Go Nutty. Der erste Film. Go Nutty? Genau, Go Nutty. Nutty? Nuttig? Nein. Den fand sie auf jeden Fall extrem lustig. Jetzt wollte sie gleich zweimal angucken. Also Kurzfilm hat ihr auf jeden Fall extrem viel gefasst. Spaß macht natürlich auch der Film an sich auch. Film geht nicht ganz so lang, 83 Minuten. Und ich weiß nicht, wie oft ich diesen Film schon gesehen habe. Für mich einer mit meinen Lieblingsanimationsfilmen. Und jetzt bekommt dieser Film auch von mir 10 von 10 Punkten. Ich kann ihn mir immer und immer und immer wieder angucken. So geht es mit diesem Film. Aber gut, ist natürlich wieder Geschmackssache. Und dann hat sich meine Frau auch einen Film rausgesucht, nämlich Die 12 Geschworenen mit Henry Fonda aus dem Jahre 1957. Und das war auch so ein Film, wo man sagen muss, okay, dieser Film ist ein Kammerspiel, was eigentlich todlangweilig sein müssen. Also es passiert nicht sehr viel. Es wird nur unterhalten sich über einen Mord, der passiert ist, aber über diese ganzen Indizien, die gesprochen wird. Und hier in diesen 12 Geschworenen wird hier eben wirklich gesagt, okay, er ist auf jeden Fall schuldig. Das ist auf jeden Fall Anfang von dem Film. Und dann zum Schluss kommt immer mehr heraus und immer mehr heraus. Und dieser Film ist extrem spannend inszeniert. Wirklich wahr. Wollte ich schon lange mal sehen. Und jetzt hier endlich mal gesehen und muss echt sagen, ein richtig ganz toller Film, den man sich wenn man mal angucken sollte, bekommt auch von mir 10 von 10 Punkten, die Kameraführung auch, natürlich hier wirklich auch, wie gesagt, nur durch dieses eine Raumzimmer ist eigentlich wirklich ein richtig spannender Film auf jeden Fall aufgebaut worden. Guter Schluss, es wird nicht erklärt, warum jetzt das genau so ist und was ist jetzt, wer jetzt der Täter war, komme ich da nicht raus, aber es hat auch damit keinen Sinn, sondern einfach, es geht einfach darum, hier die Menschlichkeit in einem Mörder auch zu finden. Und das ist auf jeden Fall hier ein ganz toller Film und auch wunderbar inszeniert worden. Und kann ja auch jedem empfehlen, der so auf etwas ältere Filme steht. Hier Die 12 Geschworenen, einer mit von den richtig guten alten Klassikern. So, und dann bekam ich ja von meinem lieben Freund, dem Joachim, den Joshu, bei dem war ich nämlich zu Hause, um mir Puppet Master abzugeben. Und nämlich, pass auf, ich schenke dir einen Film und zwar The Wilderness. Und guck ihn dir mal an. Wenn dir gefällt, kannst du ihn behalten, ansonsten musst du weiter verschenken. Und zwar Wilderness. Ja, davon habe ich jetzt auch ein Voorhees schaut an Video gemacht. Das kommt gleich jetzt im Anschluss für euch dazu. Also einfach dranbleiben und dann weiter gucken. Hatte da auch meine kleinen Probleme mit dem Wachbleiben. Meine Wachbleiben wird ihr irgendwie auch erfahren in dem Video. Und deshalb habe ich auch diesen Film eben dann auf 2 Tage angeguckt, also zumindest 2 Hälften angeguckt. Ja, weißt du, wie ich den Film finde? Da guckt ihr einfach mal dann das Voorhees schaut an Video gleich an. Jetzt gleich im Anschluss von diesem Video. Und dann am Sonntag wollte ich eigentlich zum lieben Eppe fahren, aber er hatte keine Zeit gehabt. Beziehungsweise es war unpässlich, weil seine Frau nämlich Doppelschicht machen musste. Wir holen es auf jeden Fall nach. Voorhees goes to Eppe wird auf jeden Fall weitergehen. Wann? Müssen wir mal gucken. Jetzt im August. Hoffen wir, dass es mal klappt. Wir haben jetzt alle beide Urlaub. Aber ihr wisst ja, Urlaub, Kinder sind zu Hause, also schaut es da auch vielleicht ein bisschen schwieriger aus, aber wir werden alles versuchen, dass es hinhaut. Und dann habe ich mir in den Tag, nämlich am Sonntag, nämlich dann mir die komplette Butterfliegen-Collection mal reingezogen, die Butterfliegen-Effekt-Collection reingezogen von 1 bis 3. Und wie ich diese 3 Filme finde,
Da guckt er einfach mal irgendwann im Laufe dieser Woche, kommt dann auch noch dann das Filmreihenvideo raus von dem Butterfly-Effekt. Und dann wird er auf jeden Fall erfahren, wie mir diese Filme gefallen haben. So, und dann noch zum Schluss zur Gründung des 26. Juli von gestern haben wir uns noch einen weiteren genialen Monumentarfilm angeguckt in einer neuen 4K-Abtastung und ich wollte diesen Film unbedingt angucken mit einer Laufzeit von 198 Minuten, einer von den längeren Filmen dieses Eposes aus 1960, nämlich Stanley Kubricks Spartacus mit Kirk Douglas in der Hauptrolle als Spartacus. Und ich muss immer wieder sagen, dieser Film ist einfach so grandios inszeniert. Ja, wunderschön. Und die 4K-Abtastung ist hier wirklich, kann man sagen, wow. Wow, wow, wow. Wirklich wow. Also extrem scharfes Bild. Wirklich kräftige Farben hat dieses Filmchen rausbekommen. Obwohl der Film schon so alt ist, man hat wirklich das Gefühl, der Film ist jetzt gerade gedreht worden. Natürlich die Dialoge von damals wirken natürlich noch etwas alt, natürlich ist klar. Aber ansonsten ist diese Mache von diesem Film einfach grandios. Keine Special Effects. Hier wurden wirklich noch Pferde verwendet, hier wurden wirklich noch Sets aufgebaut und einfach nur wunderschön gestaltet. Dieser Film wird auch kein bisschen langweilig, obwohl er wirklich so extrem lange geht. Er wird nicht langweilig. Auch meine Frau fand diesen Film extrem spektakulär. Sie musste so schräg eher ins Bett gehen, weil die Emma kam, aber ich habe ihn durchgezogen. Deswegen ist dieses Video jetzt auch erst um kurz vor 2 Uhr jetzt erst entstanden, jetzt dieses Video hier macht. Aber wie gesagt, dieser Film ist für mich einfach immer wieder ein Erlebnis anzugucken, von dieser Machart her, von dieser ganzen Schauspielerleistung, was hier getrieben worden ist, einfach nur spektakulär. Ja, Spartacus, muss man darüber reden, bekommt von mir auch ebenfalls 10 von 10 Punkten und die Neuabtastung auf 4K ist wirklich überragend und habe ich auf jeden Fall nicht bereut, den in 4K mir geholt zu haben. Und ja, das waren meine 10 Filme, die ich mir in der Kalenderwoche Nummer 30 angeguckt habe. Welche Filme gab es denn bei euch zum Bestaunen? Oder war es auch eher Klassiker oder eher Horrorfilme? Oder habt ihr auch wenig geguckt? Ja, schreibt es in die Kommentare rein, würde mich freuen. Und dann seht ihr euch jetzt gleich nochmal an, das Video vor euch an von The Wilderness oder wie auch immer dieses Film ausgesprochen wird. Seid gespannt, wie ich dieses Film finde. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bleibt gesund und tschüss mit Ö und Beep. Thank you.